Bunt, bunt geht's Merci zu. Einen wunderschönen guten Morgen. Grüezi, Beatrice Egli. Hallo. Ich habe schon gesagt, bunt, bunt, bunt geht's zu. Am Anfang der Sendung, unserer 11. Sendung. Gestern noch in Kitzbühel gestanden auf der Bühne. Wann bist du heute früh hier angekommen? Um 7.10 Uhr. Pünktlich. Pünktlich. Sie war pünktlich um 9 Uhr zur Probe da. Bunt, bunt, bunt. Dein neuer Titel? Genau, mein neues Album, das am 14. August kommt, das auch den Namen Bunt trägt. Denn es ist eine bunte Angelegenheit mit mir. Passt ja ganz gut Und es zum ist Thema. Auch ein bisschen eine Zeitreise in die 80er, wie man merkt. Vom Sound her, vom Look her. Habe ich schon gemerkt. Ein bisschen Neonfarben, bunt, bunt, bunt. Steht uns allen sehr, sehr gut zum Auftakt unserer 11. Sendung. Sag mal, wir hören hoffentlich heute noch einen zweiten Titel von dir. Sehr, sehr gerne. Sehr, sehr da gibt es auch noch was, was man von mir nicht kennt. Ja, das Sing stimmt. Sing mal in einer Sprache, wo ich noch nicht gesungen habe. Habe ich gestern Abend schon gehört. Bella Impossibile. Aber, genau, das kommt noch dazu. Englisch und... Italienisch und Deutsch. Italienisch, sì, parla italiano. Sag mal, kennst du eigentlich alle Entstehungsgeschichten von deinen Liedern, wie die so entstanden sind? Ich hoffe. Also, einige vielleicht nicht die Entstehung, aber warum ich sie vielleicht auch ausgesucht habe, weil ich habe nicht alle selber geschrieben, meine Songs. Ja. Und wenn, dann schreibe ich immer mit meinem Produzenten Joachim Wolf zusammen. Und die Lieder, die ich aber, die mir zugeschickt wurden, da hat es einen Grund, warum ich die ausgewählt habe. Also, es gibt eigentlich zu jedem Lied eine Geschichte. Sehr, sehr schön. Und warum fragst du? Nein, warte, ich stelle dir noch eine weitere Frage. Gibt es denn Themen, die dir besonders wichtig sind in deinen Liedern? Also, ich sage nur mal Stichwort Australia. Ja, Terra Australia war natürlich das Lied, das ich geschrieben habe in einer sehr intensiven Zeit für mich. Denn Erfolg war für mich, wieder zu mir zu finden und auch die Kraft in mir zu finden. Und das habe ich in einem Land getan, das unendlich groß ist. Und diese große Reise war aber die allergrößte Reise, nicht in das Land, sondern ein bisschen wieder zu mir. Sehr, sehr schön. Ich möchte heute, dass du deine eigenen Lieder noch mal näher kennenlernen darfst. Oh, näher. Also diese wirst du heute von dir selber nicht hören, sondern du darfst heute deine Titel alle ertasten. Und ich möchte herausfinden, ob du diese auch kennst. Wir haben ein wunderschönes Terrarium gegen Ende der Sendung aufgebaut. Mehrere, weil du hast ja auch mehrere Hits schon gehabt in deiner wunderbaren Laufbahn. Und diese zu ertasten, bin ich sehr, sehr gespannt. Also Konzentration, Künstleraufgabe heute für Beatrice Egli. Ich darf dich schon mal bitten, Platz zu nehmen. Bunt, bunt, bunt. Und das ist nochmal dein Applaus für Beatrice Egli. Danke.